Die Forschung und Entwicklung der Schwartauer Werke ist eine unheimlich tolle Spielwiese. Wir können alles ausprobieren und wir bringen letztendlich die Idee ins Glas. Die Forschung und Entwicklung und das Marketing, das sind wie zwei Puzzleteile, die perfekt zusammenpassen und die ohne einander auch nicht so richtig können. Also die Konfitüre des Jahres gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und das hat irgendwann mal damit angefangen, eigentlich genau aus der Idee, dass man Abwechslung bieten möchte. Mit dem Rezept geht man ins Labor und kocht dann ganz klassisch erstmal die Rezeptur runter. Und dann können dann auch mal 40, 50 Anläufe dabei zustande kommen. Da braucht man einfach Ausdauer. Und jedes Jahr ist es für uns auch immer wieder eine ganz große Motivation, da auf was ganz Besonderes zu kommen und eine ganz besondere Sorte uns auszudenken. Über weitere Verkostungen geht es dann einfach Schritt für Schritt immer den Weg entlang. Dann probiert man andere Sachen aus, bis man irgendwann ja, zwei, drei Muster gefunden hat, wo man sagt, das ist echt ein neuer Geschmack, das hatten wir so noch nicht im Sortiment. Ausprobieren, verkosten, ist es lecker, muss es noch optimiert werden, passt die Säure, passt die Süße. Also wenn ich am Supermarktregal vorbeilaufe und dann das Produkt sehe, was ich vor einem Jahr mir mit meinem Team zusammen ausgedacht habe und es dann wirklich da im Regal steht, dann denke ich mir, also die Schwartau-Konfitüren, die sind echt gut gemacht.